Achso, das ist nur so ein Ding. Verfolgst du mich? Und warum hast du einen Totenkopf vorne drauf? Scheiß Stalker. Im neuen Gebiet habe ich noch keinen Teleporter freigeschaltet, ne? Kann ich hier auch einfach mittendrin den Anker bewegen? Scheinbar. Ist einfach mitten im Königreich in Anker so jemanden auf den Kopf donnern. Gehen wir nochmal den Anfang ab. Also. Das kann doch nicht sein. Das muss doch dann irgendwo hier sein. Schirmqualle. Pazifische Auster. Bist du das? Gemeiner Seestern. Verdammt. Ich brauche keinen gemeinen, ich brauche einen normalen. Nee, einen Sonnenseestern. Schön alles beobachten. Ja, was bist du? Nee, die Krabbe. Alter, wie viel Zeug liegt hier rum? Und warum? Bin ich? Ah, ich gehe auf den Weg zum Anfang. Was habe ich wieder alles für ein Oh, shit. Jakobsmuschel. Ich brauche keinen Jakob, ich brauche einen König. Aber ich habe gelernt, dass man vorher geht's da zum Anfang zurück? Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Das ist golden, das will ich nicht weghauen. Wir können die Auster wegschmeißen. Was bist du? Flache Teichmuschel, ja super. Oh. Die hatte ich auch noch nicht. Haben wir noch irgendwas Normales? Ach komm, du kommst weg. Leuchtqualle. Alter, was bist du? Habe ich da schon was? Nee. Ach, das ist wieder so eine. Ah, fuck, ich muss jetzt den ganzen... Oh shit, das könnte echt spät werden, ne? Ja, ich muss halt den Anker rufen. Das ist jetzt irgendwie blöd, aber ja, was willst du denn machen, ne? Ja, jetzt ist es eh schon spät. Jetzt können wir auch das Zeug noch schnell abgeben. Hier ist diese blöde Pompom-Qualle. Kralle. Krabbe? Irgendwas in der Richtung. Qualle, Kralle, Knalle, ja. Das war's nicht. Das war's. Es fehlt mir halt. Es fehlt mir dieser blöde Seestern und die blöde Königsmuschel, ey.
Ihr wollt mich doch bloß verkohlen. Ich will doch gar nicht so viel da unten Zeit verbringen. Tschüss. Nein. Wir haben eh 20, ne? Das schaffe ich noch. Hat das Museum eigentlich irgendwann zu? Nicht, ne? Aber was kommst du noch um die Uhrzeit rum, Alter? Geh mal in der Bett, ey. Was ist da los? Donaten. Das. 85 schon. Ja, jetzt sollten wir uns aber echt beeilen. Das Zeug noch schnell alles ins Ding schmeißen. Das ist echt ein Haufen Scheiß. Ist nicht morgen das Fest? Ne, einen Tag haben wir noch zum Rumgammeln. Dann ist wieder das Fest. 1060 nur mit Tauchen. Sapperlot. Ah, heute ist doch nicht sehr schön. Da können wir dann an den Lake gehen. Ah, shit. Beim Strandreinigung morgen am 27. um 9 Uhr arbeiten wir Hand in Hand entsorgenden Müll und haben danach Spaß bei lustigen Spielen. Badeanzüge sind willkommen, aber nicht verpflichtend. Getränke werden bereitgestellt. Ah, shit. Jetzt geht erst einmal wieder große Ernte, wie wenn ich ein verdammter Farmer wäre, oder was? Also die sind auch fertig. Ich dachte, die brauchen 8 Tage. 12. Ich dachte, die wären gerade so fertig. Ah nee, das sind die hier, ne? Die habe ich gerade noch gepflanzt. Alter, das gibt Money, Mann. Das gibt fucking Money. Money. So viel geile Kohle, Mann. Oh yeah. Ich, wenn nicht auf 40.000 kommen, dann weiß ich auch nicht. Vor allem wegen der Sternfrucht. Weil die muss er schon kräftig reinhauen. Alter, mir fängt an, mein Arm weh zu tun. Wenn ich gedrückt halte, sehe ich, wann die fertig werden. Melonen noch 2 Tage. Das ist cool. Einfach Rechtsklick gedrückt halten. Ich muss mir echt dieses Upgrade holen mit dem selber einsammeln. Weil das ist halt... Aber einerseits muss ich dann halt auch mal was machen, ne? Und nicht bloß kaufen, hinschmeißen, passt schon, alles fertig. Ich meine, das Gießen ist echt ätzend, aber das ab und zu mal alles aufnehmen und sich freuen drüber, wie viel Zeug das man hat, ist doch nicht schlecht. Wie voll bin ich? Ah, okay, das reicht genau. Eigentlich nicht. Wenn der normale Stern einfach vorbei ist, habe ich verloren. Hä? Alter, echt? Also der zählt es als normale Sternenfrucht. Bananen behalten wir. Deswegen kann ich immer nichts aufnehmen, obwohl ich eigentlich vor jeder Sorte eins schon habe. Ich kriege ja eigentlich keine normalen mehr, meistens. Neun, Alter, 8 Silber, 9. Boah. Ich hab grad mal einen Bronze und ansonsten halt nur Gold. Ist das besser wie das? Nee. Hä? Achso, ja. Ja, das dachte ich schon. Was wollte ich jetzt machen? 9 Uhr zum See.
Na, ah, da. Komm schon, ihr doofen Delfine, wo seid ihr? Im See doch nicht. Ich glaube nicht, dass Delfine im See leben. Sie leben im Wasser, stimmt's? Da ist Wasser. Tut mir leid, es ist nur Ling. Hört nicht auf, du weißt doch, dass sie neulich in der Yogastunde aufgetaucht ist. Sie ist auch nie dafür interessiert und jetzt stellt sich heraus, dass sie so eine Art Yogameisterin ist oder so. Das hat sie mir nie gesagt. Das ist nicht alles, sie folgt mich oder so. Sie taucht auf, wenn ich es am wenigsten vermute. Ah! Oh nein, es ist Batman. Lingman. Dass ich dich hier zufällig treffe. Ja, saulustig. Alter, das ist schockiert, habe ich sie das auch noch nicht gesehen. Ein schöner Nachmittagsspaziergang. Es ist fein, eine Zeit lang aus dem Labor zu verschwinden. Kommst du gern hierher, Lea? Das habe ich mal. Zu dieser Tageszeit ist der See einfach himmlisch, nicht wahr? Dass es in diesem See 14 verschiedene Fischarten gibt? Das habe ich nicht gewusst. Auch Delfine? Delfine? Nein, aber davon gibt es viele im Ozean. Hast du schon welche gesehen? Noch nicht. Ich würde sie dir bei Zeiten lieben gerne einmal zeigen. Schau, es war schön, dich zufällig zu treffen, aber ich muss dieses Foto schon sehr bald abliefern. Oh, da hatte ich jemanden für ein Fotoshooting engagiert, das ist wunderbar. Nein, niemand bezahlt mich. Der Abgabetermin habe ich mir selbst gesetzt. Ich bin eine sehr strenge Chefin und ich bin mit dem Dienst, also werde ich einfach. Ich sehe dich. Dann später, okay? Ich riech dich später. Klar. Nein, Lea, geh nicht. Lass mich mit dir nicht alleine. Soll ihr Boss wirklich bitten, dass sie frei bekommt? Die Link sieht das echt sehr entspannt. Entweder kann sie nicht. Warum laufe ich jetzt eigentlich hier lang? Ich wollte eigentlich nur zum See, ne? Betty! Achso, ich habe keine Blumen dabei. Oh ja, ich wollte das Zeug eigentlich mitnehmen. Was ist jetzt los? Was passiert hier? Ist es irgendwie laut? Oder jemand malt einfach nur gern Striche in die Landschaft? Ihr zwei? Warum versteckst du dich? Paul, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, wirklich. Ich dachte, du würdest dich vielleicht am Morgen daran erinnern, aber jetzt ist es Mittag, du hast meinen Geburtstag vergessen. Wie konntest du nur? Ist heute Geburtstag? Oh, Pfützen, ich wollte nicht, ich habe nur vergessen. Oh nein. Du hast einfach vergessen, das ist deine Entschuldigung. Wir sind schon so lange verheiratet, ich bin nicht mehr wichtig, Paul. Nein, so ist es ganz und gar nicht. Das bedeutet mir die Welt. Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir aufrichtig leid. Nein, entschuldigen hilft doch nicht, Paul. Das ist schnell dahingesagt. Du hast absolut recht, Anne. Ich habe es vermasselt. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich verspreche es. Wie er halt als Niedergeschlagener aussieht wie sie. Das sind die alle. Ob das zweite Event am Strand passiert? Ich weiß, ich sag's jedes Mal und denk mir, vielleicht geht's ja doch. Ich glaub's eher wenige. Ja, nee, da muss ich einen Tag warten. Aber sie ist hier. I'm not looking forward to it. Fass nichts an. Ah, ich habe keinen Smoothie dabei, shit. Solltest du nicht für deine Frau was machen, Dickerchen?
Soll ich mir die Taschen erweitern für 12? Hier bekommst du eine Cosmo. Okay. Ah, da ist die andere. Alle reden so nur über das Ding zum Morgen. Ist das eine Pride Flag? Tatsächlich. Das kann da rein. Da rein. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich will dieses fucking... Aber jetzt muss ich da wieder ganz hoch, ne? Ich glaube, der Teleporter wird aktiviert, wenn man das ganze Gebiet gesäubert hat. Können wir ruhig was geben, damit ich schneller schwimmen kann, diese Säcke. Oh, was ist das? Das, wenn jetzt eine ist, Alter, fress ich einen Besen. Habe ich mir doch gedacht. Das schaut nämlich irgendwie anders aus. Warte mal, habe ich für das eine Projekt? Ah ne, da brauche ich Schrott für. Okay, das, wir sollten dann mal wieder Schrott produzieren. Meeresmuschel. War hier nicht noch ein Vieh? Giraffenseepferd haben wir auch schon. Ist es die? Ah. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles ist hier sauber. Wann sowas merkt man, wie lange ich gebraucht habe, um den Scheiß zu finden. Kann ich das auch gleich wegmachen? Aber Hauptsache, ich finde solche Mutantenmuscheln. Die wir auch schon, wenn sie auf Weltall kommen oder so. Hier findet man ja nicht viel, ne? Ah, ne, das ist das Stachel. Ja, Dorn-Ding. Fuck you. Wow, das Ding ist nicht weitergekommen, weil eins das blockiert. Eins, ey. Ah. Das ist so ein fucking Witz, das Spiel manchmal. Boah, das geht ja bis darüber. Okay, das habe ich nicht erwartet.
Ey, das geht ja einen halben Kilometer durch die Gegend. Hallo? Inventar voll? Weg mit dir. Shot brauchen wir. Alter, du dämliches Drecksding. Gut, dass ich da gleich weitergemacht habe. Warte mal. So, dann können wir wieder ein wenig rummehren. Ich weiß, dass es da oben hängt. Ist mir jetzt auch egal. Ich arbeite mich jetzt erstmal langsam wieder auf. Hä, wo arbeitet sich das hin? Was ist das? Quallenfischen. Wie sie wieder vor mir war. Du kannst weg. Und dich stopfen wir in uns rein. Unten ist doch schon wieder irgendwas im Weg, ey, weil ich nicht höre, dass das irgendwie sich aufarbeitet. Man muss die Geschenke verpacken. Man hat immer ein paar Geschenke dabei, die nie so geil zum Verpacken sind. Okay, wo hängt's denn die Sau? Also die gibt es dann unter. Wo geht denn das hin? Nach Hause? Fucker, ey, wirklich? Ja, ich hab's gesehen, dass blockiert ist. Ich blockiere dich gleich. Wow. Um einmal da im Kreis zu gehen. Und wo geht das andere hin? Ist das fertig? Ey, wirklich, es kommt nicht mal durch den einen durch. Nein.
Na, drei Glück. Was macht das? Das geht einmal im Kreis rum. Wer baut denn so eine Scheiße? Um dann da herzugehen. So, passt schon, mehr will ich gar nicht sehen. Böses, böses Wasser. So, jetzt können wir am nächsten Tag das mit der Lea weitermachen. Ja, wir haben so eine Entspannungstherapie-Runde und danach haben wir noch eine Story-Runde immer wieder. Wobei wir morgen wahrscheinlich Sachen auch wieder einsammeln müssen. Du kannst weg, du. Hatte ich dich schon drin? Ich glaube nicht. Sexy Garnele. Ich meine, die Zeit ist eh schon rum. Können wir auch nochmal schnell ins Museum gehen und schauen, was wir abgeben können. Ich habe immer Schiss, dass ich es verkaufe. Donation. Oh, ist das nur die sexy Garnele? War noch irgendwas? Nee, 86. Echt, die anderen zwei habe ich schon mal abgegeben? Also den Dorni schon? Das dachte ich mir, aber... Das komische Quallenviech nicht. So, jetzt ist dann... Achso, am nächsten Tag nichts mit. Ah, sehr schön. 11.000. Okay, keine 40.000, aber ich dachte es mal fast. Das bringt eine Drachenfrucht. Eine 761. Eine spezielle 248. Cool. Wenn wir uns denn die Tasche holen sollen. Hat die eine gestern eigentlich Geburtstag gehabt? Oh. Die hatte da Geburtstag. War das die? Warte. An die Lea haben wir schon komplett beschenkt. Hä? Haben wir? Oh ja, das war wirklich sie. Der hat einen Tag später erst gecheckt, dass... Macht Verstandreinigung? Ja, bla. Sozusagen nach Bauch... Ich bin jetzt sozusagen im Bauch des Waldes. Ich habe Ernst Geburtstag vergessen. Ich muss das schnell wieder gut machen. Nur mein täglich aktuell nicht selbst nach... Was du suchen, also werde ich deine Hilfe benötigen. Ich brauche grünen Tee. Einer reicht. Falls du ihn findest, stehe ich tief in deiner Schuld. Wegen Tee? Ist das dein fucking Ernst? Du wirst deiner Frau Tee schenken? Wie wär's, wenn du dich gleich selbst in die Eier kneifst? Alles kommt auch selber raus. Hatte ich nicht sogar einen grünen Tee? Nee, das war ein grüner Smoothie, ne? Ja, das war ein grünes fucking Smoothie, Mann. Kann man grünen Tee nicht einfach kaufen? Spackos. Achso, ich habe so noch einen Haufen Scheiß dabei. Warte mal. So. 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 Zwölf, eins, eins. Also müssen wir da auch mal aufmachen. Okay, das haben wir um 9 Uhr war das, ne? Was machen wir vorher? Nix. Gehen wir noch schnell tauchen und dann wieder hoch? Genau, wir können da erst um 9 hin. Also ist eh dann gleich hier, dann passt das schon. Weil ich meine, ich habe ja den Enderhaken, nicht den Enderhaken, sondern... den Dings da halt.
Nein! Die Quallen sind beschissen zum Ausmachen. Ich bin jetzt hier oben. Das heißt, ich kann da runter. Die zwei noch, und dann bin ich mit... Da drüben fehlt ja noch einer. Was zur Hölle? Was ist das passiert? Ist das ein Seepferd? Ah ja, ist es. Oh, warte, ich kann da runter, ne? Ach du Scheiße, hier schaut's ja aus. Ich wollte dich fangen, du Hund. Gut, du Fisch. Fischkopf. Jetzt ist 9, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir dann aufkommen. Du bist keine Königsauster, das würde ich. Das bin ich so zu oft verarscht worden. Sei doch. Arschloch, Klammmuschel. Okay. Mehr machen wir nicht. Für den Tag. Ich würde wahrscheinlich wieder bis abends gehen, ne? Dass sie alle langsam die Kriegerpose einnehmen. Pose sollen wir. Psst. Denkt dran, heute Abend sind wir leise. Oh, richtig, alle so also werden die Wellen des Ozeans. Gemüter beruhigen, keine Ablenkung zulassen. Genau, genau. Also sei still und lass es auf dich wirken, okay? Unten tanzen sie Krabben mit. Sehr gut. Ich will, dass du die Pose hältst und dich auf deine Atmung konzentrierst. Warum flüstern alle? Beruhigt ist das Gemüt. Und uns, ich möchte nicht, dass Ling weiß, dass wir wieder Yoga machen, sonst ist sie mit von der Partie. Also versteckst du dich vor ihr? Ja, und es funktioniert. Und jetzt gehen wir in die Dreieckstellung über. Denk daran, gelassen zu bleiben. Ausgeglichen und versuch so leise wie möglich zu atmen, okay? Es ist perfekt, nicht wahr? Alles scheint irgendwie so durchdacht, meinst du nicht auch? Wie das? Link scheint sich wirklich Mühe zu geben, mit dir Kontakte aufzunehmen. Wenn ich jemanden hätte, der sich so bemüht, dann wäre ich geschmeichelt, denke ich mal. Oh. Vielleicht hast du recht. Sie versucht, das ist mehr, als ich von meiner leiblichen Mutter behaupten kann. Ich denke drüber nach. Ich glaube, mir fällt gleich der Arm ab. Oh, stimmt, die Stunde. Danke. Oh fuck, ich mag... Sie hatten... Was halt bei ihr spezieller ist? Die Eva ist halt knuffig. Sie ist halt süß einfach. In dem Fall. Aber die Lea, die hat halt ein bisschen mehr Charakter. Da ist ein bisschen mehr dahinter als nur so, ich kann backen und so.